So. Da sind wir im nächsten Part angelangt. Da ich jetzt meine Parts ein bisschen kürzer mache, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese 20 Stunden langen Parts irgendwie keiner sehen möchte. Ich meine, es ist ja nicht so, als wenn die Leute irgendwie meine jetzigen Parts sehen wollen. Die will ja auch niemand sehen. Yo, fuck off, bitch. Fuck off. Mit dem Schläger muss man so ein bisschen das Timing drauf haben. Sonst ist man ganz schnell Hundefutter. Oder eher Fledermausfutter, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, versteht's ihr? Nee. Ihr versteht's nicht. So. Große Steine mag ich gerne. So, jetzt die allseits bekannte Frage. Hier ist die Treppe. Gut, ich wollte mich gerade fragen, wo ist denn die Treppe? So, noch zwei Frost Jellies. Viel Zeug. Ich mag viel Zeug. Was ist das für ein Stein? Der Stein sieht komisch aus. Amethyst. Auch nicht schlecht. Haben wir das schon 2000 Mal, aber macht ja nichts. Bumm. Auch gar nicht gut. Ich hau gleich wieder ab. So. Bing. Oh. Tundra-Stiefel. Was machen die? Plus 2 Defense, plus 1 Immunity. Besser als die auf jeden Fall. Bye. Und wieder zurück nach oben. Das hat sich gelohnt. Das war richtig gut. Hat der Blacksmith noch oben? Noch oben? Noch oben? Nee. Also können wir alles verkaufen, bis auf die Frozen Geode und natürlich das die Frozen Tier, weil wir die Frozen Tier jetzt zum Center bringen. Den Amethyst könnten wir in Erlid verschenken oder verkaufen. Und den ganzen Rest. Also das Eisen schmelzen wir natürlich. Ansonsten wird hier alles verscherbelt. Bringt schön viel Cash. Ich mag Cash. Mögt ihr Cash nicht auch? Wer mag. Wusch, wer mag kein Cash? Ansonsten kann man noch irgendwas hier gebrauchen? Nö. 99 Slimes. Kann man das nochmal abgeben? Nee, nur einmal. Okay. Das können wir noch abliefern. Da haben wir noch was Passendes. Was war hier? Der Safe, wo man Sachen kaufen muss. Futter, Schiff, Die. Nee. Hier ist sowieso nur Fisch, das ist sowieso unwichtig. Aber diese. Ich frage mich echt, ob wir diese Winter-Loot nicht irgendwie abgeben können. Oh, ich habe zwei Zuschauer. Hi! Wie geht's euch denn so? Hier vielleicht. Nö. Ah, hier. Pudding. Ja, ansonsten wüsste ich echt nicht, was man hier noch verwenden kann für irgendwelche Sachen. Von daher gehen wir einfach wieder ins Haus zurück. Und laufen. Und laufen.
und verkaufen unser ganzes Zeug, was wir gefunden haben, bis auf das Wichtige, was wir behalten wollen. Nämlich, um es nochmal zu wiederholen, den Amethyst, wenigstens einen davon. Das Eisen behalten wir, die Kohle behalten wir, die Bombe auch. Die Fledermausflügel nicht. Die Schleim sammeln wir noch. Talk to Lewis, okay. Also, verkaufen können wir das, das, da eins davon. Das nicht. Das kann man noch schmelzen, glaube ich. Das haben wir schon abgegeben. Das nicht. Das behalten wir auch. Ja. Das behalten wir alles. Was sich anbieten würde, wäre ja noch eine zweite Kiste. 50 Holz. 50 Holz. Das ist ganz schön. Das ist ein bisschen much, würde ich sagen. Too much. Das geben wir zum Museum. Das schmelzen wir nachher noch. Das geben wir morgen zum Museum. Den Scheiß kann man auch verkaufen, oder? Für den Sprinkler braucht man ein Eisen. Okay. Haben wir ja jetzt auch bald. Ich bin sogar zwei. Können wir gleich mal einen Sprinkler craften? Bevor es noch zu spät wird. Waters the four adjacent tiles every morning. Das heißt quasi nur. Ja, was heißt das denn jetzt? Heißt das nur 1, 2, 3, 4 oder heißt das? Es wird bestimmt nur die 4 wirklich sein. Dann machen wir erstmal hier einen hin. So. Das spenden wir dann dem Museum. Und das Quarz können wir noch schmelzen. Bumm. Schlafen. 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 Ja. Er will nicht schlafen. Level 4. Axt. Und Level 4 Mining. Sehr gut. Oha, das gibt ja Geld. Ja, das sind die Blaubeeren schon wieder. Die Blaubeeren sind echt eine Goldmine. Ist so. Ist so, Alter. Ist so. Was ist los? Kikirik rechts. Ja, genau, die vier sind immer gewässert. Okay. Gut zu wissen. Und das Heu ist fertig. Wow. Von hier ist noch nichts fertig. Nee. Ah ja. Sense. Sense. So, zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Braucht man nicht auch fürs Center den Weizen? Kann man das Weizen auch den Hühnern geben? Ist die Frage. Die Eier machen wir wieder hier rein. In die Maschine. Nee, kann man nicht. Okay. Ist ja auch ein bisschen makaber, wenn man mal drüber nachdenkt. Wir nehmen den Hühnern die Babys weg und machen daraus Mayonnaise. Aber trotzdem lieben sie uns. Ja, sie lieben uns. So. Was wollte ich machen? Ich wollte gießen. Brrr, da, da, da.
So, 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 so. Und so und so. Und ihr seid fertig. Dann machen wir noch mal was anderes, und zwar Eisen. Jetzt haben wir ja ein bisschen Kohle, jetzt können wir ja ein bisschen was verheizen. So. Es ist schön, mal wieder ein bisschen Kohle zu haben. Aber das können wir verkaufen. Das nicht. Das sammeln wir mal. Das machen wir in die Kiste. Man weiß nie, für was man Hartholz braucht. Und was ich auch noch gucken wollte, ist Holz und Steine. Steine, kein Quarz. So. Was ich noch gucken wollte, ist, wie viel uns noch fehlt. Bezüglich dem Vorhaben, das wir vorhaben. Ihr wisst schon. Was wir noch machen können, ist unsere Axt verbessern. Mir fällt immer mehr ein, was man machen kann. Der Hammer. Das braucht noch ein bisschen. Brauchen wir für die Axt nicht 5 Kupferbarren? Wir haben ja auch bloß 4. Das können wir jetzt wegmachen. Das werden wir erstmal nicht gebrauchen. Das ist auch weg. Obwohl, ach. Es bringt uns ja auch nicht um, wenn wir das mit uns mit rumtragen. Das kann weg. Refined. Für was braucht man denn Refined Quartz? Zum Beispiel. Man kann aus 3. Ah, okay. Interessant. Für einen Ring. Für einen fucking Ring. Als ob ich einen Ring brauche. Oh, bist du überhaupt mal fertig hier mit deinem Scheiß? Mann. Ich mach mir gleich noch einen Ofen. Ganz ehrlich, was soll der Mist? Immer dieses Gewarte. Auf Weihnachten oder was? So. Und. So. Jetzt kann das Kupfer schön brennen. So. Und ich mache nochmal einen kurzen Part-Cut. Einen Augenblick. Bis zum nächsten Mal. Ciao.